2022, ihr Fotzen. Ja, Mann. Wenn es schon so anfängt, bin ich raus. Oh nee! Der stressige Alltag eines Podcasters. Mm. Nur Termine. Immer nur. Ach, geht's jetzt hier gerade schon los? Ach, ich trinke ja gerade noch, deswegen. Ach, die Redaktion winkt schon, das ist so ein Anfang, ja, das rote Licht blinkt. Das kenne ich noch von früher, ne, wenn die so immer in den Glaskasten reingucken. Oh ja. Ja, ich weiß auch nicht, wann das war, aber. Keine Ahnung. Das war ganz komisch. Hallo Leute, das ist aber schön. Das war noch deine Brutkastenzeit nach der Geburt quasi. Mhm. Oder beim Radio, ich weiß es nicht, aber da war ich ja zum Glück nie. Radio, so ein Quatsch. Ich auch nicht. Bin doch nicht schwul. Hallo, na? Also, heute ist auf jeden Fall richtig gut, denn wir haben Freitag und ihr hört das am Sonntag. Das heißt, wir sind super up to date. Tut mir leid, dass morgen die Welt untergeht. Also gestern, also wenn ihr das hört, gestern, aber wenn wir es sagen heute, ach, halt's mal. Ich call, es wird nichts passieren am Samstag. Wahrscheinlich. Gar nicht. Echt nichts. Die Zeitungen werden leer sein, die werden alle da sitzen bei der Bild. Was macht man da jetzt? Es werden einfach so weiße Blätter sein bei der Bild-Zeitung. Das wäre geil. Warum nicht? Gestern war die Schlagzeile, vorgestern, Matthias Reimskopf, ne, der Schlagersänger, mit Ich habe wieder Bock auf Leben. Okay, wow. Das war die Schlagzeile, wo ich dachte, was? Und das sonst, war auf der Titelseite. Ja, sonst okay. Immer so, oh, Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg, Flüchtlinge sind super und so. Also immer alles gemischt, ne? Jetzt sind alle Flüchtlinge quasi weg, jetzt hat Matthias Reim wieder Bock auf Leben. Geil, so ist es wahrscheinlich. Ja. Echt merkwürdig. Ja, also wir können zum Samstag nicht aufnehmen, deswegen befinden wir uns jetzt hier in aller Herrgottsfrühe und ich war vorhin, ja, 7.30 Uhr hatte ich einen Termin beim Lungenarzt, da habe ich schön vorher 2 Stunden geschlafen, hinterher 2,5 Stunden und jetzt krepel ich ja auf meinem Sofa rum. Das war echt so ein Altherren-Podcast. Ich war auch heute morgens beim Arzt, ja. Aber erst so um 9.10 Uhr. Und wir haben uns dann so ein bisschen gegenseitig geschrieben, ja, wann hast du Zeit heute? Ich bin beim Arzt. Ja, ich auch dann und so. Das war schon witzig. Schon ein bisschen peinlich. Sehr peinlich. Aber bei mir war es ja nur Routinekontrolle, ja. Also alles Routinokontrolle. Alles Routino, alles super. Wir sind alle kerngesund. Ja. Gut, also in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Was ich natürlich jetzt, weil es Freitag ist, noch nicht vorbereitet habe, ist da an der Wand eine große Platine, Plakette und so weiter. Aber ich glaube, ich kriege für jede Rubrik heute hier irgendwas auf die Beine gestellt. Bei uns dauern Sachen manchmal einfach ein paar Wochen. Ja. Oder halbe Jahre. Aber heute ist halt einfach schwierig. Heute ist wirklich schwierig. Robin, ich bin, bevor wir einsteigen, letzte Nacht, glaube ich, gestorben. Ganz kurz. Bist tot aufgewacht? Nicht ganz, ich war in meinem Traum tot. Mhm. Ich hatte echt einen voll realistischen Traum. Das war aber schon so wie früh um 5 oder so. Und ich bin in einem Bahnhof aufgewacht. Oder bin ausgestiegen, quasi wusste, dass ich eingeschlafen bin. Bin quasi wieder aufgewacht in diesem Zug, bin ausgestiegen. Und es war eine riesige Bahnhofshalle. Ja, die war echt riesig, 1000 Millionen Menschen waren da. Und es sah gefühlt unendlich aus. Und ich gehe aus dem Ausgang raus. Und es sah aus wie das Paradies. Wirklich. Es sah richtig so nur Falco-Poster. Nee, das sah echt so aus wie so ein Tempel irgendwie. Und unten irgendwie so ein Denkmalzeug, so richtig paradiesisch, wo Wasser rausfließt. Mhm. Und da gehe ich wieder rein. Wo bin ich denn hier gelandet? Und gehe an so ein Führerhäuschen, ne, wo manchmal diese Hitlers da sitzen. Das Paradies, da gibt es ein Führerhäuschen im Paradies. Er hat so ein Bahninformationshäuschen, aber ich musste eine Treppe runtergehen und da war so ein Morgan Freeman-Typ, ne, wie hier bei Evan Allmächtig, so eine Art halt, und war das, oder Bruce Allmächtig, keine Ahnung, jedenfalls. Also den anderen habe ich nicht gesehen. Jedenfalls war er halt Gott von Dings gespielt. Gott von diesem Himmel, von dem habt ihr bestimmt schon gehört. Genau, wurde von Morgan Freeman gespielt. Ja. So eine Art war der auch, hat aber so eine Bahnhofsmütze auf und ich frage ja so, ich habe gesagt, hallo, guten Tag, ich bin eingeschlafen, vielleicht nach Weimar fahren, wo bin ich denn hier gelandet? Und er meinte, ja, ich weiß, Tino, dir geht's gerade nicht so gut. Hier hast du erstmal ein paar Tickets, hat mir irgendwelche, was war das denn, solche Gutscheintickets in die Hand gedrückt, ruh dich erstmal aus, bis du wieder richtig fit bist und viel Spaß hier. Und ich wusste irgendwie, wer er ist, aber irgendwie auch nicht, ne? Es war so dieses Gefühl von, krass, wir kennen uns, aber ich kann ihn gar nicht. Geh wieder die Treppe hoch, verlass die Bahnhofshalle in eine andere Richtung. Da war halt so eine Mittelalterstadt mit ganz vielen Leuten und direkt neben mir am Ausgang war ein riesiges Denkmal von Gott quasi. Ich wusste, dass es Gott war,
Aber sah nicht aus wie Gott. Es war quasi so ein. So ein. Aber sah auch nicht aus wie der Typ. Also sah nicht aus wie er, aber ich wusste okay. in meinem Traum, dass er das war. Das war das Verrückte. Ja. Und auf einmal bin ich aufgewacht wieder. Das war so weird, das hat sich so schön angefühlt. Ich war, glaube ich, echt kurz tot. Da hatte dein Unterbewusstsein echt Angst davor, was der Arzt zu dir sagt am Morgen. Das kann sein, ja, das kann echt sein. Tja, also das sie so, haben nicht mehr viel. Und der Traum davor war, dass ich halt mit Justin Bieber einen Film gedreht habe. Das war also wieder wie das immer. Das ist auch das Paradies. Das also. Völlig weird ist. Ich hatte auch mal mit Zac Efron Sex und so. Das, also ganz Und einmal mit Oliver Marie, nee, Seid aus dem Mundschuh, war mein Sportlehrer in einem Traum. Sport? Sportlehrer von einem Jahr oder so. Und Oliver Maria Schmidt, der Satiriker, hat uns quasi erwischt dabei und hat es dann auf Facebook gepostet. Also, das sind normale Träume für mich, ja. Aber Gott zu begegnen, das war für mich jetzt auch was Neues. Okay. Sorry für den kurzen hier Einstieg in meine Traumwelt, aber es musste ich loswerden. Nee, das fand ist ich okay. interessant. Ich kann leider, da können wir auch noch eine Rubrik draus machen, aber ich, also entweder schlafe ich so, dass ich meine Träume immer wieder vergesse, oder ich träume nicht so viel, was ich für unwahrscheinlich halte. Ich habe ganz selten was, dass ich mich erinnere, geträumt zu haben. Aber wenn ich träume, dann weiß ich auch meistens, dass ich träume. Ich handle dann nicht ganz so krass aktiv, wie ich wahrscheinlich könnte, wenn ich es trainieren würde oder so. Aber das weißt du jetzt. Aber es ist immer so, ich merke immer, okay, hier ist was komisch, es muss irgendwie ein Traum sein. Also immer merke ich das nicht. Manchmal aber ich lasse mich da trotzdem so mitflowen, weißt du? Ich habe manchmal so Anwandlungen von wegen, ja, es ist gerade nicht echt, aber ganz selten. Vielleicht so jeder 10. Traum, vielleicht habe ich das mal. Sonst ist alles immer so richtig echt, obwohl es gar nicht sein kann, weißt du? Manchmal sind so abgefuckte Sachen, dass meine Oma wieder auferstanden ist und mit mir schimpft am Mittagstisch, so wie früher. Obwohl, und ich weiß in den Traum, dass sie mal gestorben, also sie tot war. Wieder auferstanden ist, so. Und das weiß ich in dem Traum alles. Das ist so abfuck einfach. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben bei unserem Sterne-TV-Podcast. Schreibt mir eure Träume in die Kommentare. Als nächstes lege ich hier die Tarotkarten aus und sage euch, warum ihr alle Hurensöhne seid. Hast du mal Gläserrücken gemacht? Kennst du das? Ja, ich kenne das, aber das habe ich nicht gemacht. Und das, also das funktioniert ja auch über so minimal Muskelspasmen und so. Wenn die das nicht kennen, du legst halt alle Buchstaben und Zahlen in einen großen Kreis, tust eine Kerze in die Mitte und ein Glas verkehrt rum und alle müssen ihren Finger drauf halten. Dann musst du so einen Spruch sagen, den ich auch auswendig kenne. Und dann erscheint ein Geist quasi, den du aber nicht sehen kannst. Aber das merkst du daran, dass halt irgendwie, dass sich das Glas bewegt in irgendwelche Richtungen. Klar. Und das haben wir immer gemacht als Jugendliche und hatten das einer Fahrerin mal erzählt und die meinte, hört sofort auf damit. Da kommt der Satan. Wer mit dunklen Mächten spielt, wird doch am Ende dann da landen bei dem und so. Und also ich glaube, aus heutiger Sicht, das wird jemand gegeben haben, der es mal gerückt hat. Ja, keine Frage. Der naja, das Ding ist auch, halt mal deine Hand ganz lange so, weißt du? Du wirst halt zwangsläufig irgendwann mal so eine kleine Anwandlung naja, haben. Naja, wenn du so fit bist und es geht dann echt so Buchstaben so und dann kommt da wie so ein Name wie Zeus raus oder so, hatten wir auch mal gehabt. Damals war ich so 6, 7, 8 und dachte, boah, krass, Alter. Aber irgendwann dachte ich mir mit 12 spätestens, okay, das wahrscheinlich war dann hier jemand am Werk von den Leuten, die mitgemacht hat. Die waren noch alle älter als ich. Das war so ein Satan-Kult irgendwie im Dorf, keine Ahnung. Wollten sie dich einpflegen. Erst kurz in die Kultecke hier, das Brennpunkt Internet. Oh, da muss ich auch gerade, ich habe die Woche mir, wir kommen sofort zu den Nachrichten, Leute, aber es ist wieder nicht so viel gewesen die Woche, habe ich so das Gefühl. Wir müssen mal langsam vielleicht liegt es daran, dass die Woche nur 5 Tage hatte diesmal, statt 7. Oder 6. Also wenn wir hier aufnehmen, ja. Jimmy Savile habe ich eine Doku gesehen. Bin ich jetzt auch nur drauf gekommen, weil du irgendwas hier von Geistern. Was hast du gesagt? Geistersekte, irgend sowas. Das fand ich sehr interessant, weil der war so ein richtig angesehener, so quasi so ein Thomas Gottschalk, ja. Und nach seinem Tod ist rausgekommen, dass er irgendwie. Ja. Also es gibt 450 Leute, die sich gemeldet haben, ich wurde von dem vergewaltigt, mit Minderjährigkeit und so. Und der hat wohl auch durch die Charity-Scheiße, die er gemacht hat, war der irgendwie, der hatte ein Haus bei so einem. Der hatte verschiedene kleine Hütten oder Zimmer bei den Sachen, wo er halt Charity gemacht hat. Das war teilweise ein Krankenhaus von irgendwie behinderten Kindern oder Verletzten. Bei denen er auch mit pflegen durfte. Genau, er durfte, da hatte überall die Schlüssel, er durfte ein- und ausgehen, wie er wollte, keiner hat es hinterfragt so. Und auch bei irgendwie, ich weiß nicht, wie es heißt, Morg, also die, wo die Toten liegen, hier, ne? Leichenbeschauung. So Leichenhalle so. Ja, so. Und da hatte der halt auch den Schlüssel und ist da wohl öfter mal mehrfach rein. So.
fragt man sich, was er da macht. Es gab auch schon zu Lebzeiten Gerüchte, dass er mit jungen Mädchen vor allem verkehrt. Und er hat das in Interviews immer so gruselig weggewitzt irgendwie, von wegen, ja, Verhandlungen ist am Donnerstag und so. Mhm. Also richtig unheimlich. Und es wäre alles Quatsch. Und das haben alle geliebt, Alter. Das ist so. Der war echt so der Kinderstar. Er hat halt so eine TV-Show gehabt, bei denen er Kindern so Wünsche erfüllt hat und so. Und Kinder mochten ihn. Und muss wohl auch ganz perfide, wie man es auch Michael Jackson vorwirft, auch Kindern bewusst auch nichts getan haben, manchen. Damit die als Zeugen gelten, dass er halt brav war, so. Ah, okay. Aber er hat halt trotzdem zahlreichen Kindern irgendwie wohl, er hat die missbraucht, vergewaltigt und so. Und ganz, ganz schlimme Sache. Und es kam aus seinem Tod so richtig raus. Ja, also wenn das nächste Mal jemand zu mir sagt, ich würde die Stadt zergrinden, dann zeige ich ganz viele Ecken, wo ich noch nie lang gegrindet bin. Ja, ja, das war's ja, ne? Und der, was wollte ich denn noch erzählen? Der war auch sogar mit Princess Diana und so auch dicke, mit dem Königshaus, mhm, war in den obersten Kreisen, kannte auch die Polizeichefs alle und so. Zum die Ritter ihn da auch geschlagen. Ritter geschlagen, die immer rausgeboxt haben, die Bullen und so. Das war schon, hat sich echt so ein Konstrukt aufgebaut, von wegen, ich bin unbesiegbar. Ja. Aber war ein cooler Typ so. Also hat es halt echt so vor der Kamera so verkauft, ne? Cooler Typ. Er wird sein ganzes Leben Charity, hat auch echt gute Dinge getan, kann man echt nicht abwehren. Kann man nicht meckern bei dem. Aber das war halt so, war nur Deckmantel, ne, für seine grausamen Taten, halt Kinder zu vergewaltigen. Und das ist schon richtig krass und grausam. Da gibt's auf Netflix, glaube ich, Dokus, ne? So hab ich ihn ja auf Netflix gesehen, ich habe auf YouTube was so geguckt, aber ja, wollte ich nur so kleiner einwerfen, das ist auf jeden Fall jetzt in meinen Wissensbalken eingeflossen, wenn ich wieder geschmacklose Witze mache, dann hole ich mal den kleinen Jimmy raus. Hm. Oh Gott. Der ist auch so gruselig, wenn du das weißt, ja, wenn du die Aufnahmen anguckst. Ja, das ist exzentriker, der ist halt so, aber im Endeffekt, ja. So ein bisschen Rod Stewart, ein bisschen Dieter Bohlen, ein bisschen Thomas Gottschalk, so diese... Nicht genügend Speicherplatz, Tino, dein Handy explodiert. Ja, aber ständig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich lösche immer dann 1000 Videos und nach 3 Tagen wieder Speicher ist voll. Hm. Ich muss irgendwie einen Hacker drauf haben. Naja, gut. In diesem Sinne kommen wir doch mal zu den die News der Woche. Oh, das hätte jetzt ein Jingle von jemandem sein können, der gerade zuhört. Und wenn ihr wollt, dann macht gerne mal einen kleinen Jingle. Ja, schickt uns die mal. Die News und den viralen Hitler, den wir vergeben. Wenn ihr Lust habt, ja, ihr werdet dadurch im Podcast verewigt. Wir können auch so ein paar Samples einsprechen, dass ihr unsere Stimme benutzen können dafür, weißt du? Naja, ich glaube, wir haben 180 Folgen genug Samples. Aber keine coolen, sowas wie der virale Hitler. Hm. Oder was haben wir noch? Die Holzschnecke! Weiß ich nicht. Die Holzschnecke, die muss auch ein Comeback feiern. Oh, ja, shit. Das stimmt. Aber die bekommt der Moderator hier, die Holzschnecke. Ja. Ja, weil es auch für mich einfach so lange gedauert hat, den anzuerkennen, wollte ich jetzt fast sagen, wahrzunehmen, quasi. Nee, Kinder vergewaltigen, das kann ich nicht anerkennen, das zählt für mich nicht. Na gut, auf jeden Fall, die Woche ist irgendwie der Dritte Weltkrieg irgendwie doch nicht losgegangen. Schade, ich hatte schon meinen Stift gezückt, um die 10 zu schreiben, aber dann war es doch keine Rakete von den Russen. Genau, es war wohl so, dass es gab Explosionen an der polnischen und ukrainischen Grenze und dann hieß es wohl, es gab auch 2 Tote. Dass wohl russische Raketen dahin geschossen hätten und haben halt jetzt NATO-Gebiet, weil Polen ist in der NATO, NATO-Gebiet halt bombardiert, auch wenn es aus Versehen war. Das wäre schon ein fettes Statement gewesen. Und die NATO-Vereinigung sagt halt, wenn es Angriffe gibt, schlagen wir halt gemeinsam zurück, dann hätte es echt zum Weltkrieg kommen können. So wie ich das rausgelesen habe, ist übrigens der NATO-Vertrag nicht so eng wie der europäische quasi. Wenn Polen da irgendwie einbalsamiert wird und sagt, hier NATO, Artikel 5, dann können die anderen Staaten irgendwie doch noch aus irgendwelchen Gründen sagen, ich bin raus. Mach das mal alleine oder so. Mhm. So habe ich es verstanden, aber beim europäischen Vertrag ist es so, dass man wirklich muss. Also, dass der irgendwie strenger ist. Soll auch so sein, finde ich, wenn man sowas schon macht. Wie dieses das Schengen-Abkommen und solche Geschichten, ja, dass man irgendwie auch Flüchtlinge aufnimmt, verteilt, sondern nach so Schlüsseln und so, machen ja auch viele nicht mit einfach. Und verlassen sich da auf die großen Geldgeber wie Deutschland und so, dass sie die meisten aufnehmen. Ja, wir armen Deutschen wieder. Aber es kam raus, dass es keine russischen Raketen waren. Ich dachte irgendwie, die Quintessenz raus war, das war nicht Absicht, das war irgendwie nicht geplant und deswegen. Das hieß es okay. Relativ schnell auf jeden Fall, aber was dann rauskam, ist, dass es, ich glaube, Abschussraketen der Verteidigungsanlage von der Ukraine war.
Ah, okay, das ist okay. Und ja, das ist okay. Das naja, ist okay. Weil, die sind ja nicht abgeschossen worden, um anzugreifen. Die waren ja. Ja, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob die weiß ich nicht, die Frau von dem Erschossenen oder einer der beiden Erschossenen, ob die jetzt sagen: Ach, okay, cool, dann verstehe ich. Go on. Na, die werden trotzdem natürlich, die sind ja trotzdem aufgrund von Putin gestorben, kann man ja so sagen, ne? Kann man sagen, ja. Putin, toll, ey. Was machst denn du immer? Danke, Merkel. Der macht noch viele Sachen leider. Gab es noch mehr dazu? Ich weiß gar nicht. Naja, es war halt wirklich so, irgendwie so 12 Stunden war erstmal übelste Krisensitzung. Polen hatte irgendwie Krisensitzung. Polen war offen, du. Polen war sehr offen. Dann Biden, alle saßen. Dann gab es so ein sehr virales Foto, wo so mehrere World Leaders, auch unser wie heißt er, unser Armin Laschet, ich komme gerade nicht drauf, Scholz, auch mit drauf. Unser Laschet. Ja, wir kommen dazu noch. Also es gibt einen anderen Laschet auf jeden Fall. Ja. Es ist wahr Laschet, geworden, dass du ja prophezeit hast. Unser Laschet ist auf jeden Fall Exodus der Twitter-Mitarbeiter geht weiter. Kriege ich hier gerade reingespült. Ja, also ich gucke da auf jeden Fall gleich rein. Raketen. Ja, und es gab wohl noch Angriffe von Russland auf die Ukraine konkret. Also auch auf irgendwelche Energiezentren und so. Dann war Stromausfall landesweit. Also der Krieg eskaliert immer mehr, das kann man schon so sagen. Ja, aber also der Herr Rothes war ganz sauer, dass wir letzte Woche so eine niedrige Zahl vergeben haben, obwohl, ich glaube, Kherson vom Dach, kennt man, wurde befreit. Das ist ein sehr wichtiger Ort gewesen. Da sind die Russen zurückgezogen, sagen jetzt weiterhin, es ist trotzdem russisches Gebiet, aber das war wohl strategisch ganz doll wichtig. Es ist ja auch jetzt gang und gäbe, ne, dass irgendwie die Ukrainer immer mehr wieder zurückgewinnen an Land. Aber es ist doch jetzt ewig hin und her noch, oder? Also ich hoffe, dass es bald mal vorbei ist, dass irgendwann mal einer von den beiden sagt, am besten Russland sagt, nee, oh, ich hab keinen Bock mehr. Dumm gelaufen. Ja, das sagt Russland wahrscheinlich bestimmt irgendwann. Aber hätte ich nicht gedacht, also jetzt mal aus der Fantasie gesprochen, wenn die mir vor 2 Jahren gesagt hätten, Russland wird die Ukraine überfallen, hätte ich gedacht, na, die machen die Ukraine doch fertig, so in 2 Tagen. Oh. Aber offenbar doch nicht. Ja, also auch vor 2 Jahren hat halt jeder noch gedacht, die hätten irgendwie mindestens wahrscheinlich schon die zweitgrößte Armee der Welt, so, und dann natürlich an Amerika kommt keiner ran, beziehungsweise nicht größte Armee, sondern halt alles, dieser gesamte Apparat, ja, mit Raketen und was man da alles so hat. Und jetzt stellt sich raus, das sind alles irgendwelche uralten, eingestaubten Kackdinger, die da noch von damals, noch vom Silvester sind die noch übrig. Och, was soll's, schmeißen wir rüber über die Grenze. Aber jetzt kommt halt raus, so gut sieht's da nicht aus. Es wird sich trotzdem, glaube ich, noch eine Weile halten. Aber die sind jetzt in einer Rezession mache ich gleich von Russland. Die sind in einer Rezession. Und zwar, weil also das bedeutet, dass das zurückgeht. Ja, tolle Erklärung. Das geht zurück. Wenn es nicht bergauf geht. Ja, geht's bergab. Es steht nicht. Sonst geht zurück. Mann, ich komme gerade. Es ist früh am Morgen, Leute. Regression, meinst du auch nicht? Regression? Doch. Heißt das im Deutschen so? Im Englischen heißt es Recession, aber es müsste doch auch Rezession heißen. Ein Rezess. Das weiß ich nicht. Der Otto geht zurück, der Otto Normalverbraucher, wie sagt man? Ich habe das Falsche studiert, keine Ahnung. Die Produktivität, was sagt man? Ich krieg das Wort dafür nicht hin, Alter. Das macht nichts. Du weißt aber, was ich meine. Ich weiß, was Wenn du meinst. Alle ackern, ja, und es geht immer, oh geil, es geht immer weiter bergauf. Aber jetzt geht's aber bergab. Bei denen geht's halt bergab. Ja. Wie sagt man dazu, Alter? Ich weiß doch, was ich meine. Schreib's in die Kommentare oder so. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir, ach Mist, ach Scheiße. Ja, so ungefähr. Es gab noch ein Bild vom russischen Außenminister, der wohl ein T-Shirt trägt eines schwulen Künstlers, was viele irritiert hat. Das ist ja, also, hui. Vielleicht weiß er das einfach nicht. Das kann sein, aber es ist witzig. Das hat mich auch irritiert. Ja, was mich noch mehr irritiert, ist, dass PewDiePie überholt wurde von Mr. Beast. Wow. Schade, ich dachte von Nosferatu TV. Nee, das kommt noch. Das ja. kommt noch. Aber, die haben keine Rezension, die haben einen Anstieg. Eine Inflation. Die haben eine Deflation. Eine Inflation des Abonnementwertes. Aber heißt das auch so, wenn man echt... Also ich habe jetzt jemanden entdeckt, den ich entfernt kenne,
den ich schon immer peinlich fand. Ja, der hat Musik gemacht, ganz furchtbare Musik, war auch mal in einer Castingshow, ganz den furchtbar. Hast du zufällig mal auf Grindr getroffen und macht ja Politik im kleinen Rahmen? Nee. nee, den meine ich nicht, sorry. Nein, der ist super. Ich meine, einen anderen kommt doch auch nicht aus der Umgebung. Und der ist echt so ein Typ gewesen, der hatte, ist auf Stadtfest. Du hast ja, ich weiß, Handy hier auf. Ich hab, der hat Videos hochgeladen von sich von Stadtfesten, wie er das spielt, auf so kleinen Puppelbühnen so. Mhm. Und hat dann immer so Applaus eingespielt. Richtig, richtig schlecht so. Mhm. Das habe ich mal kommentiert, hat immer meine Kommentare gelöscht. Moment. Jetzt erzählst du aber die Geschichte mit dem Falco. Dass der ein Falco-Lied hochgeladen hat. Ich sag nicht, wer es ist. Ja, aber erzählst du die Geschichte gerade schon wieder? Nee. Ach so, okay. Aber das war der, letzte oder? Woche. Ja. Aber das war der Typ. Das will ich jetzt nicht sagen. Nee, aber der gleiche war das doch, oder? Oder ich will ja nicht sagen, um wen es geht. Ach so. Ich hab nur gesehen, dass er sich halt, also diese Person sich Follower gekauft hat. Ah, so, und zwar okay. Nicht auf der Seite, die man so kennt, sondern auf seiner privaten Seite, wo er auch Musik macht. Mhm. Und bei Instagram übrigens auch. Und bei Spotify und so, das sind alles gekaufte Sachen. Das merkst du daran, dass halt so die Follower. Unnütz, dass die, Alter. Dass die Follower sind irgendwie im dreistelligen Bereich, fünfstelligen Bereich, genau. Aber die Likes in den Beiträgen vielleicht 60 oder so maximal. Mhm. Und Kommentare gleich 0. Bei YouTube hat er auch irgendwie ganz viele Aufrufe, aber kaum Kommentare. Und wenn sind die alle so aus Indonesien und immer nur so, ja, great video und so, great voice. Mhm. Richtig awkward. Ja. Das habe ich völlig vergessen, das ist so unnötig. Worauf ich hinaus wollte. Ach so, ich dachte, das war das, worauf ich hinaus wollte. Hat er irgendeinen Punkt gerade, den ich ja, bestimmt jeder. Oh, dann hat er ein Video hochgeladen von Falco und dann hat er es gelöscht und jetzt sein Wasserzeichen. Ich sag nicht, wer es ist. Ja. Aber ich fand es sehr auffällig. Das war halt sehr peinlich. Hat er irgendwas, was ich damit verbinden wollte? Frag mich nicht mehr, was ich verbinden wollte. Ist egal. Jedenfalls peinlich. Peinliche Geschichte. Hm. Okay, vielleicht fällt es dir noch ein. PewDiePie und Dings hatten wir. Vielleicht kommst du da wieder drauf. PewDiePie und Mr. Beast. Ja, vielleicht habe ich auch drauf wegen hier Abonnentenzahlen ja. Und so. Das kann ja, dass bei dem halt der Abo-Wert auch nicht so hoch ist. Inflation, genau darauf kam ich zu sprechen. Nämlich, wenn du ganz viele Follower hast, ja, aber ganz wenig reagieren auf deine Beiträge, ob es nicht auch eine Form von Inflation ist. Klar. Oder Deflation. Keine Ahnung, ob man das so verbinden kann miteinander. Wenn das bei der Bundesregierung ist auf der Instagram-Seite, dann geht es uns auch als Deutschland schlechter. Das stimmt. Ja. Deswegen kommentiert immer fleißig bei bundesregierung.org oder wie die bei Instagram heißen. Ja, die haben weniger Abonnenten, die Bundesregierung. Unterstützt die mal, die brauchen das. Warum gebt nicht? Gebt dem mal was bei Patreon der Bundesregierung. Der Olaf Scholz, ja, der knuspert am Magertuch. Das so. Stimmt. Also, was halten wir jetzt von Mr. Beast? Ist der besser als ich PewDiePie? Ich kenne den halt nicht. Also Mr. Beast hat noch nie das N-Wort gesagt, deswegen ist er bei mir unten durch. Noch nie gesagt? Nee. Nee, Mr. Bean kenne ich, hat auch noch nie das N-Wort gesagt. Ja, der sagt generell nicht so viel. Mhm. Nee, Mr. Beast, keine Ahnung, was macht der für Content? Das ist ja mal echt nicht, der macht immer so halt so übelst übertriebene, krasse Challenges und. Ach, der eine, der übertriebene Challenges bei YouTube macht, ja, dachte der ist das. Du hast wenig Speicher auf. Ja, es hört nicht auf, ich kriege diese Benachrichtigung nicht ausgestellt. Vielleicht solltest du ja das Speicher freiräumen, damit diese Nachricht aufhört. Das mache ich ständig, es hört nicht auf. Na gut. Ja, Mr. Beast, hast bestimmt schon mal ein Video gesehen. Mr. Bison kenne ich noch von Street Fighter. Mhm. Nee, also der hat auch eher so ein Team um sich rum, deswegen. Ist auch die Frage, okay, zählt das jetzt so ein bisschen, aber der ist ja, es geht schon um ihn alleine, ja, ich habe auch mit dem Wachsel kurz drüber gesprochen und das ist ein Einzelner, aber es ist ja, gab ja damals dieses Ding, dass PewDiePie von diesem indischen Vivo-Ding überholt wurde, Unternehmen so, das genau. Zählt ja nicht, ja. Mr. Beast heißt der, also ich google den mal. Der macht halt immer so ganz übertriebene Sachen, er hat Squid Game in echt nachgemacht mit ganz vielen Leuten, der verschenkt halt immer Geld. Oder sagt so, der sieht nicht relevant aus eigentlich. Ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form charakteristisch aussieht und dadurch bekannt geworden ist. Er hat halt immer so Sponsorengeld bekommen und davon macht er so, okay, wir haben hier einen Kreis, ja, in dieser Lagerhalle malen wir einen Kreis auf dem Boden. 100 Leute in diesem Kreis, wer als letzter den Kreis verlässt, kriegt 1 Million. Sowas macht er den ganzen Tag. Das ist schon irgendwie lustig. Hm. Der hat so ein markantes Grinsen, finde ich. Also der ist schon irgendwie, der fällt schon irgendwie auf, so ein bisschen. Aber ist ja auch ein Feini, also macht ja auch gute Sachen. Ist ein Feini ist das ja ein ganz schön. Der ist 24, Feini. Ey. Ja, ich glaube, der hat eine weiße Weste. Ja, gibt auch so Leute Weste. Wie Logan Paul, die irgendwelche toten Leute filmen, nee, und hochladen. In der Sparte ist der nicht so.
Logan Paul ist das Profi-Wrestler, ne? Das ist bei WWE. Geil. Und ohne Spaß, er ist richtig gut. Fuck. Er ist echt besser, ohne Spaß, er ist besser als der Sohn von Rey Mysterio, der schon jahrelanges Wrestling-Training hat, der in der Wrestling-Familie groß geworden ist. Da kommt hier Jake Paul, nee, Logan Paul, macht so ein bisschen Training und übertrifft ihn einfach tausendmal. Unfassbar. Ich habe hier trotzdem, trotz der geilen Wrestling Logan Pauls, habe ich hier ein Video gefunden. Also erstmal 112 Millionen Abonnenten hat er jetzt. Sein neuestes Video hat 50 Millionen Aufrufe, was halt auch echt gut ist. Das muss man halt sagen. PewDiePie hat halt auch jetzt irgendwas um die 110 Abonnenten, 110 Millionen. Aber es schauen halt immer nur so 2 Millionen, weißt du? Ist ja auch nicht so gut. Aber bei Ah, ihm, Inflation quasi. auch Inflation, bei ihm quasi fast 50% Abo-Umsatz, sage ich mal. Und ja, hier geht es einfach nur darum, alle machen die Hand an einen Jet und wer jetzt letzter loslässt, kriegt Geld. Und Ach nee, kriegt den Jet. der fliegt quasi weg, dann müssen sie sich festhalten. Ja, wäre witzig. Deswegen ist Das ist aber auch. dieses, in Afghanistan haben die das auch gemacht vor ein paar Ja, Monaten. stimmt. Da gab es kein Geld für. Aber es ist auch kein Wunder, weil PewDiePie ja auch schon so lange existiert. Klar, der hat auch viele Abo-Leichen. Das ist ja wohl logisch. Abo-Leichen. Ja, das ist also Mr. logisch. Beast gibt es auf jeden Fall auch schon einige Jahre. Ich würde sagen, so vor 6 Jahren hat er es angefangen, dass er wirklich, da war der gerade 18 demnach. Da hat es angefangen, dass er gerade gut durchgestartet ist. Aber ja, guck mal, ich habe meinem 100-millionsten Subscriber eine Insel geschenkt. Halt alles nur so komplett over-the-top-Dinger. Aber stimmt das auch? Und das ist dann immer so ein bisschen Das so, du stimmt darfst die schon, Insel ja. mal angucken alleine für einen Tag Nee, oder ist nee. die echt. Also gut, ich habe das Video jetzt nicht gesehen, aber in der Regel passiert auch das, was das Thumbnail und Titel versprechen. Weil wir kennen ja auch hier Simon Desue und so, die dann immer sagen, oh, ich baue den Ja. größten Kinder-Bueno der Welt, dann Thumbnail 3 Meter hoch und dann echt ist Kauft er zwei halt Buenos und klebt die in der Mitte zusammen. so eine Art, Ja. genau. Das kennen wir ja. Ja, doch, also ich träume den Tag herbei, wo die Nummer 1 auf YouTube endlich Simon Desue ist. Nicht so ein langweiliger Mr. Beast oder irgendeine indische Musik. Aber Nee. Mr. Beast ist doch ganz lustig. Also macht er jetzt keinen Ja. Content, der irgendwie jetzt schadet oder so. Und wenn er es ernst meint und Ja, nicht weißt du, gestaged ist, bin ich. ich als Kapitalismuskritiker, ich möchte, dass der gegessen wird. Das ist nämlich ein Reicher und der frönt nämlich dem Exzess. Ja, der kurbelt das nur an, dass die kleinen Kinder mit ihren 12 Jahren sich das angucken und sich denken, oh ja, ich muss unbedingt Millionär werden und auf dem Weg dahin alle übers Ohr hauen, um ganz reich zu werden. Und ich verkaufe alle mein Krypto-Scheme und dann bin ich ganz toll. Toll, Mr. Wenn er Beast! sowas macht, dass er Kinder übers Ohr haut, dann hat das mit mir zu tun, Nee, sag der ich haut ihn mal. nicht übers Ohr, der lebt den halt vor, wie man den Kapitalismus richtig, weißt du, Ach so. richtig auspressen kann. Aber im Endeffekt ist es nicht schön. Ist nicht schön. Im Der Endeffekt Fail der Woche, Mr. Beast. geht lieber mal eure Mutti umarmen. Stimmt. So. Umarmung ist mehr wert als jeder Bitcoin. Ja, ich würde am liebsten Martin Scorsese mal umarmen. Der ist nämlich 80 geworden. Das möchte ich diese Woche feiern. Wer ist das? Sache mal, nicht vorher schon gucken. Martin Scorsese, pass mal auf, ob du irgendeinen Film von dem geguckt hast. Muss eigentlich sein. Es kann nicht sein, dass du keinen davon gesehen Ich hast. bin echt so ein Filmidiot. Ich hab mir echt viele Sachen nicht angesehen, die man sich angucken sollte. Ja, aber also, kennst du Departed zum Beispiel? Nein. Das ist schon mal peinlich. Departed ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von ihm tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was das Neueste ist. Ich glaube, das Neueste ist dieses Netflix-Ding, wo auch mit Robert De Niro, ich komme gerade nicht auf den Namen. Egal, Casino hast du auch nicht gesehen. Nee. Irishman war das auf, Nee. hast du auch nicht Nein. gesehen. Das ist schlecht, Tino. Ich gucke nur Disney Plus. Keine Ahnung. Shutter Island. Habe ich gesehen. Aha. Der war super. Ja, siehst du, ist nämlich ein guter Regisseur. Gangs of New York. Ach, er ist Regisseur. Ja, natürlich. Ah, ja. Wolf of Wall Street. Habe ich nicht gesehen. Alter, Ist mir zu Tino. lang. Da gibt's Da nur. gibt's kein Rotkäppchen, das war langweilig. Ja. Keine Schlümpfe und kein Harry Potter. Taxi Driver ist quasi so ein bisschen. Das kann sein, weiß ich nicht genau. Taxi Driver ist auch mit Robert De Niro und ist so ein bisschen wie der neue Joker ist, den du vielleicht auch nicht gesehen hast. Joker? Da habe ich den gesehen. Okay, gut. Goodfellas. Joker, das war ein geiler Film. Goodfellas, Goodfellas? keine Ahnung. Ja, gut, Tino, peinlich auf jeden Fall. Aber der ist 80 geworden und Glückwunsch. der macht auch noch fleißig weiter. Wir Shutter schauen Island mal. fand ich richtig toll. Also war ich echt auch vom. Also es war eine gute Geschichte. Man erwartet das alles nicht. Das finde ich gut. Gut, also,
Dann Applaus, Applaus. Dann nutze ich doch diese Stelle, um ganz kurz mal von den News wegzugehen, um das hier frisch zu halten zu Serienmörder. Geiler Jingle. Tino, ich glaube, ich habe heute eine Serie, die kannst du nicht morden, aber ich muss sie ganz kurz hier mal im Podcast erwähnen. Mach die fertig, sage ich dir. Erzähl's mir. Detektiv Conan. Nee, die ist gut. Ja, und du weißt halt auch, um was es geht. Ja, du kannst sie nicht ermorden. Das Ding ist nämlich, es gibt neue deutsche Folgen. Es gibt auch, warte mal, wo ich das gerade so ausgesprochen habe. Passend zu dem, was ich gerade sagte, merkt ihr das, gibt es einen neuen Track von MCM. Ja, 2022, ihr Fotzen. Ja, Mann. Wenn es schon so anfängt, bin ich raus. Oh nee. Oh nee. Hat der Falco dich schon genug vergewaltigt? Oh nee. MCM geht nicht ins Tonstudio, der hat einen Schlüssel zur Leichenhalle von Falco. MCM Seville, Alter. Und klaut die ganzen Beats raus, ey, ich raste aus. Es wäre ja schon diese Flair-Version scheiße genug gewesen. Oh, du Juwelle. Hier kommt MC-Muschi. Oh so, Gott, das wollte ich auf jeden Fall sagen, neue Folgen Detektiv Conan 50, glaube ich, an der Zahl, die laufen gerade wahrscheinlich erstmal auf Pro7 durch, aber früher oder später findet man die bestimmt auf Seiten. Und ich weiß, dass das Synchronsprecher noch der gleiche ist von ja, Conan selber wichtig. Und Shinichi. Und ich weiß, dass er noch nicht gefunden ist, also dass die Serie immer noch offen ist quasi. Ja, also die es gibt ja irgendwie dreimal so viele Folgen nicht in Deutsch übersetzt, aber jetzt gibt es halt mal wieder 50 nice. Neue deutsche Folgen und das ist wichtig, weil die deutsche Synchro, das ist wie bei King of Queens, das gehört einfach dazu. Kommt drauf an, also ich finde es bei King of Queens sehr gut gemacht, bei South Park auch, finde ich, aber es gibt so Serien wie Family Guy und Simpsons, wo ich manchmal denke, naja, da es ginge besser. Oder Big Bang Theory ist auch so ein Ding, wo ich denke, naja, haben sie es nicht so geil gelöst. Das könnte man zur ganzen Serie sagen. Ja, vielleicht. Ich fand sie okay, aber auch nicht meine Lieblingsserie unbedingt. Naja, gut. Kommen wir zurück zu den News. Ich wollte es hier nochmal ein bisschen aufrufen. Habe ich auch noch eine Serie, die ich dir empfehlen kann. Ich wollte das hier nochmal... Ja, schlecht vorbereitet, Tino. Toll. Ich bin noch bei Freitag. Ich bin noch bei Shameless. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, ich bin noch bei Shameless. Soll gut sein, habe ich letzte Woche gehört. Guck dir Shameless an. Die ist super. Okay. Die amerikanische Version. Okay. Apropos Shameless... Der schamlos gut aussehende Ottfried Fischer. Kennst du ihn? Lass mal nachlesen, wie der heißt. Nicht spoilern. Ottfried Fischer. Das finde ich mal genauso. Nicht spoilern. Das ist doch so ein Vetter. Es ist ein dicker Schauspieler, der den Bullen von Tölz gespielt hat. Bulle von Tölz, geile Serie, habe ich als Kind geliebt. Und der ist ja inzwischen auf einem Rollstuhl quasi, weil er auch so dick ist und alt ist und so und Rheuma, keine Ahnung. Und der hat jetzt durch seinen Rollatorunfall einen kleinen Finger verloren. Wenn ich den vor mir auf dem Fußweg sehe, sage ich, Rheuma die Straße. Genau. Und der hat seinen kleinen Finger verloren bei einem Rollatorunfall. Oh. Schlimm. Aber ein Rollator, ist das nicht das Ding, was man vor sich her schiebt? Was war ein Rollator? Nee, der ist so, warte. Ein Rollator? Er sitzt drin. Ja, dann ist es ein elektrischer Rollstuhl. Nee, Rollstuhl war es, nicht Rollator, ja, genau. Also bitte. Der hat ja auch Stand-up gemacht, ne? Aber kann man bei Ottfried Fischer wirklich davon sprechen, dass es ein kleiner Finger war? Es war der... Größte kleine Finger, den es gibt. Ja, der verhältnismäßig der kleinste Finger an Ottfried Fischer dran. Genau. Aber kein kleiner Finger. Das ist wahrscheinlich so groß wie weiß ich nicht. Wie eine Wurst. Nee, so groß wie ich wahrscheinlich. Ah. Und dreimal dicker vielleicht. Okay. Das fand ich sehr tragisch, weil er ist einer meiner Kindheitshelden, Ottfried Fischer, tatsächlich. Ja, ich habe da keinen Bezug dazu, deswegen kann ich da hier rumalbern. Aber ich meine, ein kleiner Finger, der ist ja auch unnütz. Was macht man damit? Kleinen Finger hinhalten, damit die mal die ganze Hand... Guck mal, wenn man eine Pommesgabel macht, dann braucht man den. Stimmt. Das ist richtig peinlich, wenn Ottfried Fischer jetzt mit seinem fucking Rollstuhl... Zu wacken geht und dann im Publikum eine Pommesgabel macht, dann zeigt er einfach nur in den Himmel. Wie dumm ist der denn? Nee, geht nicht. Stimmt, scheiße. Ja. Der Arme. Metal on, Ottfried. Okay. Lass dich nicht unterkriegen. Gut. Also Martin Scorsese geht noch besser, ich sag's wie es ist. Wem es nicht so gut geht, ist Twitter. Wir kommen nicht drum rum. Der Daily Twitter Newsfeed sind wir hier jetzt schon. Der virale Twitter, ja. Aber es ist auch einfach spannend zu beobachten, was da passiert. Ich komme jetzt gar nicht zu sehr darauf, was bei Twitter passiert. Irgendwie da sind, ich erwähne es nur kurz. Ich erwähne es nicht, aber ich erwähne es nur kurz.
Da sind, ja, das ist jetzt wieder so ein IT-Ding. Ja, ich habe vorhin auch beim Arzt gesagt, er hat mich gefragt, was ich mache, und ich habe gesagt, so alles Mögliche mit Webvideo, und er so, ah, IT. Und dann, ja, gut. Genau, Softwareentwicklung und so. Egal, bei Twitter wurden die Leute schon jetzt gefeuert, die dafür verantwortlich sind, dass irgendwelche Mini-Dinger, die quasi das Skript an sich für Twitter würde halt einen Server sprengen, und diese Mini, ich weiß nicht, wie sie heißen, Mini-Prozesse, die spalten das auf in kleine oder so, und das läuft dann irgendwie nicht mehr so gut, und deswegen gingen einzelne Funktionen von Twitter nicht. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Auch nicht darum, dass Twitter irgendwie mittlerweile nur noch 230 statt 7000 Mitarbeiter hat. What? Es geht darum, dass im Headquarter in San Francisco draußen an der Twitterwand, und das ist sehr viral gegangen, ja, ist aber nicht der virale Hitler, komme ich gleich noch zu, eine Projektion projiziert wurde, Aber von eloquenz. extern quasi. Das weiß ich nicht genau. Es kann natürlich auch sein, dass es ein saurer, peinlicher Ex-Mitarbeiter ist, ja, der sich jetzt sagt, haha, dem gebe ich's. Und zwar steht da unter anderem Elon, shut up. Und dann gibt es so ein Feed, ich kann dir das ja mal kurz abspielen, wie da so verschiedene Sachen. 18 plus Inhalt, geil. Ja, weiß ich auch nicht warum. Ja, jetzt geht das natürlich auf diese Drecks-App, Alter. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Nein, natürlich nicht. Egal, so, da ist halt ein Feed, und da stehen verschiedene Sachen. Hier, Dictators, Asskisser wegen der China-Story und so neulich. Und was ich richtig witzig fand, war Space Karen. Also alles so, ich sage mal, kreativere Beleidigungen, und die laufen da so quasi als Newsfeed Witzig. an die Wand projiziert vom Twitter-HQ durch. Witzig. Und das hat richtig hart die Runde gemacht. Das war irgendwie, ich habe das 5 Stunden, da war das auf Twitter gepostet, witzigerweise, und hatte schon irgendwie 10 Millionen Aufrufe. Und das ist Wie witzig. lange gibst du Twitter noch, bis es am Boden ist? Ich bin immer noch sehr skeptisch. Ich weiß, dass gerade viele sagen, oh, das ist echt witzig, diesen Untergang live zu erleben. Aber ich glaube, da müsste es wirklich technisch scheitern, damit die Leute da wirklich weggehen. Also im großen, großen Stil. Fängt ja auch Ich schon an, wenn er glaube, das welche ist Programmierer trotz. feuert. Bitte? Fängt ja auch schon an, wenn er so Programmiererinnen feuert und so, Ja, die ist richtig. wichtige Sachen machen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es nach wie vor halt wegen der Reichweite für die Leute zu attraktiv ist, dort zu bleiben. Möglich, aber ich sage trotzdem, das nächstes Jahr wird Twitter sehr stark an Relevanz verloren haben. Das calle ich. Es wird sehr stark Möglich. abfallen und man wird wechseln zu Mastodon oder zu anderen Geschichten. Wäre schon witzig, wenn der quasi jetzt wirklich Trump nur wieder freischaltet, um mehr Traction wieder zu bekommen. Oh Gott, da ist Trump wieder, da müssen wir jetzt Stimmt, alle gucken. dass die ganzen Rechten Aber wiederkommen. ich will ihm gar keine Ideen geben. Ich muss mich Der hört ja hier immer rein. auch noch bedanken bei jemandem, der mir bei Mastodon geholfen hat. Ich muss gucken, wessen Name das war. Ich Ich glaube, den hast du letzte Woche schon gesagt, echt? aber. Ich mach's gerne nochmal. Warte, ich guck ganz kurz. Und zwar war das der 1, 2, 3. Timo, danke nochmal. Schwerer Name, ne? Der ist so weit Ja, entfernt von deinem. eben. Nee, weil ich gerade mit so ein paar Leuten parallel schreibe über verschiedene Dinge und dann war ich gerade nicht mehr so sicher. Wollte jetzt nicht einfach irgendeinen Namen droppen, der nicht stimmt. Ja. Also bestätigt ist übrigens nicht, dass ich hier noch Fake News raushaue. Bestätigt ist, dass maximal noch 2000 Leute da arbeiten, aber es gibt halt das Gerücht, dass es mittlerweile nur noch 238 sind, weil viele dann auch freiwillig gegangen sind. Und irgendwie hieß es, wer jetzt hier bleibt, muss halt die nächste Woche irgendwie 8 Stunden durcharbeiten, weil es halt so wenig sind. Und irgendwie ist jetzt auch das Headquarter geschlossen bis Montag. Sehr interessant, was da Alles gerade passiert. eine Es ist Shitshow. schon witzig, weil das ist halt so eine, ich sag mal, so eine halbwegs unschuldige Sache, die da aber irgendwie passiert seit Wochen jetzt mittlerweile. Und aber so eine brennende Shitshow ist, die einfach Spaß macht zu beobachten, ohne dass man denkt, oh fuck, aber da hat jetzt jemand den Knopf für atomaren Gegenschlag oder so, weißt du? Deswegen ist das ganz interessant gerade. Was auch interessant war, das war die Explosion in Istanbul. Aber ich kenne den Die war Background. so interessant, dass ich die nicht mitbekommen habe. Echt nicht? Nee. Ich habe nämlich Explodiert in Istanbul? Ach nee, ach fuck, ich war gerade bei Israel, Alter. Ja gut, dann. in Istanbul. Ja. Und zwar, das war am. Oh Gott, das Datum nicht aufgeschrieben. Das war jetzt auch keine Judenfeindlichkeit.
Ja, aber in Istanbul knallt es auf jeden Fall weniger als in Israel. Das ist jetzt eine Nachricht. Irgendwie am 12. oder 13.11. war das jedenfalls gewesen. Da gab es eine Explosion, 16:30 Ortszeit, in der Einkaufsstraße. Und da gab es wohl 6 Tote mindestens und noch mehr Verletzte. Also 80 Verletzte hat man ungefähr War gesagt. das so ein Shopping-Boom? Und sollen, genau, ein ganz großer. Und es wurde Gott, oh als Gott. Terroranschlag bezeichnet von Erdogan. Aber ich habe es nicht verfolgt weiterhin, wie es ausgegangen ist. Ja, ob es ein Terroranschlag war, halte ich für wahrscheinlich, aber wie wird denn Terror definiert, weißt du? Also, wenn da kein Naja. politisches Ziel dahinter war, sondern einfach nur jemand mal MacGyver gespielt hat, dann war das ja kein Das ist kein Terror. Terror, aber ich glaube, es war. Also, ich habe noch mitbekommen, dass es wohl doch eine Terrorgruppe war oder irgendwie war es eine politische. Die Band, ne? Genau. Das war wieder so eine schlechte Promoaktion von denen. Schlimm. Oder auch Rammstein waren dort, weißt Ja. du? Die hatten ein Konzert und irgendwann macht's Boom und dann, naja, Ja, die man mit kennt ihrer es ja. Pyroshow, die gehen einfach zu weit. Das stimmt. Nee, uncool. Aber ich glaube, dass, ich weiß nicht. Ich wollte es nur Das erwähnt weiß man. haben. Ich find das nicht so gut, wenn Leute in die Luft gesprengt werden. Nur, dass ich es einfach mal klar gesagt habe. Ja, ist ja richtig, ich mit. Ich finde auch, wenn Menschen sterben aufgrund von Explosionen und Anschlägen, das finde ich jetzt nicht so gut. Krebs findest du besser, oder was? Krebs finde ich auch nicht besser. Okay. Nicht Aber da unbedingt. gibt es ja die ein oder anderen Silberstreifen am Horizont. Vielleicht kriegen wir auch bald irgendwie eine Heilung gegen dumme Leute, die denken, dass sich in die Luft sprengen und andere mitnehmen, irgendwie eine kluge Idee ist. Ich hatte bis vor 3 Jahren noch Hoffnung darin, dass wir irgendwann einen Impfstoff entwickeln gegen AIDS und gegen Krebs und so weiter. Aber wir haben ja an Corona gesehen, dass die Menschen sich so dumm verhalten teilweise, dass sie das alles einfach nicht anerkennen werden. Nö, Das ist es. meine Freiheit, hier meinen Krebs austragen zu dürfen. Krebs gab es schon immer. So, und das hat Gott gewollt. Ich habe ein Ich starkes Immunsystem. gucke gerade durch meinen löchrigen Vorhang und hatte gerade fast einen Herzkasper. Ich dachte, Warum? dass da Schnee an den Bäumen ist. Nee. Aber es ist nur, weil der Himmel so weiß ist Oh, es hinter gab den einen Bäumen. Brand in Weimar vor 2 Tagen. Ja, war das aber Das ein Gauforum Brand? hat gebrannt. Aber war das ein Brand? Ich war da, Ja. erstens standen die da irgendwie 6 Stunden lang rum irgendwie. Und zweitens das, was ich da aufsteigen sehen habe, das sah nicht aus wie Rauch von Feuer. Das war halt so gelb irgendwie, als würde da jemand mit dem Vorschlaghammer eine Wand Ich habe einreißen. ganz viel Rauch gesehen und ich war zufällig in der Stadt, weil ich beim Arzt war. Und da haben sie schon gesagt, irgendwie, da standen, das brennt wohl da drin. Da gab es auch am nächsten Tag eine Nachricht in der Zeitung, dass es gebrannt hat. Na gut, Brennpunkt Gauforum. Das war wohl irgendwie, also habe ich gelesen, die haben einen Fahrstuhl repariert oder eingebaut und da ist wohl irgendein Kabel durchgebrannt. Oh, die sind so Also blöd. kein Aber Terroranschlag. dafür waren halt echt viele Polizei- und Feuerwehrautos da. Also wirklich Es war krass viel, viele. ja. Bei So so einem historischen kleines. Gebäude, das Gauforum, ja, es ist ja ein Erbe des Dritten Reichs. Danke dafür. Danke dafür, Alblali. Und noch ein Downer der Ja. Woche. Eckart von Hirschhausen beendet seine Bühnenkarriere. Ja, Nein. er will nicht mehr live auftreten. Er hat noch ein paar Tourdaten jetzt für die nächsten ein, zwei Der Jahre. Eckart, das ist doch dieser, warte, lass Der mich lustige raten. Arzt. Ein lustiger Arzt. Ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, es ist ein Schlagersänger. Was ist denn ein Nee. lustiger Arzt? Ja, der macht so, der moderiert irgendwelche Talkshows und hier, der ist das. Ach doch, den habe ich bei irgendwas mal gesehen, klar. Genau, der macht halt auch so Bühnenauftritte, ist halt schreibt Bücher und macht das immer so mit so einem gewissen Witz. Und der hat gesagt, er wird sich jetzt für gute Dinge einsetzen, weil er immer keine Zeit hat, um sich zu engagieren politisch und so weiter. Und will jetzt noch seine nächsten Touren absitzen, abspielen. Und danach will er sagen, nee, keine Bühnenshows mehr. Okay. Ich bin jetzt kein Riesenfan von dem. Ich habe mal ein Buch von dem gelesen, weil ich es geschenkt bekommen habe von meiner Oma zu Weihnachten oder so. Aber ich finde ihn jetzt nicht so wahnsinnig lustig. Kann man quasi unter der Überschrift verbuchen, Weckart von Quasi. Hirschhausen. Quasi. Okay, Weckhert von Hirschhausterein. So, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit hier nur. Weil ich kann dann vielleicht hier nach dem Podcast noch deine Hilfe kurz gebrauchen. Sehr gerne. Deswegen machen wir das hier etwas rund, ja? Ich Also wir habe auch sind extra noch ein paar Kondome Minuten. mitgebracht, also alles gut. Okay. Katar.
gibt es die ersten tollen Nachrichten. Und ich hoffe, es gibt nur solche Nachrichten die nächsten Wochen. Denn nicht die WM stand im Mittelpunkt, doch die Journalisten, die wegen der WM dort waren, standen im Mittelpunkt. Die wollten nämlich dort mit einer offiziellen Drehgenehmigung drehen. Ja. Und dann wurden sie direkt von irgendwelchen vermummten Leuten, die kommen da an, die haben so ein Torbein auf und so einen Lappen um den Körper. Und dann hieß es die ganze Zeit, ey, hier kannst du nicht filmen, hier kannst du nicht filmen. Und dann haben sie gedroht, die Kamera zu zerstören. Mhm. Ja, also so wird mit den Journalisten da umgegangen. Und ich hoffe, dass es nur solche Footage gibt die nächsten Wochen. Am Ende werden sie keine Spiele übertragen. Nee, hier darf nicht gefilmt werden im Stadion. Ja, nicht, dass sie irgendeinen Sklaven einfangen oder so. Ich habe mich mal ein bisschen belesen, was diese ganze Sklavengeschichte angeht. Ja, das ist eigentlich ganz geil, gell? Wenn man jemanden für sich arbeiten lässt, der das ist voll die gute Idee. Kriegt, ja. Das ist voll die gute Idee. Die sind voll schlau. Ich habe mich da mal mit beschäftigt. Warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Nee, also das, was ich gelesen habe auch von Amnesty International, dass das, was in den Medien so steht, ist halt wohl nicht ganz richtig. Also es gibt ja immer diese Zahl von 6.500 irgendwie toten Sklavenarbeitern, die mit der WM in Verbindung gebracht werden. Aber es sind wohl insgesamt in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren so viele gestorben, Sklavenarbeiter in Katar. Aber es wären wohl nicht so viele gestorben für die WM direkt. Und, na, und dann geht's ja. Und die gestorben, nee, aber es geht nur um diese Zahl, 6.500. In Buchenwald sind ja auch nicht alle 6 Millionen gestorben. Nicht alle. Also. Ja, es geht wohl darum, dass halt viele diese Zahl reinwerfen. So, es gab 6.000 Tote für die WM, was so nicht ganz stimmt oder man kann es zumindest noch nicht nachweisen. Das ist wohl der Punkt. Es gibt diese Gerüchte und diese Vermutungen, aber so ja, keine Nachweise, was da auch nicht gut ist, weil was ist denn das für ein Staat, der halt keine belegbaren Zahlen hat für tote Sklavenarbeiter? Aber die behaupten, dass viele von denen auch an Corona gestorben wären, an Selbstmorden und sowas, was auch nicht besser ist. Hm. Aber die meinen wohl, dass diese Zahl von 6.500, da sollte man vorsichtig sein, sagt auch Amnesty International. Dass man nicht genau weiß, wie die Zahlen einzuordnen sind. Das fand ich ganz spannend. Was ich auch nicht ganz genau einordnen kann, ist dieses NASA-Raketending. Ich glaube, es war NASA. Gab es diese Woche? Hast du was mitbekommen? Nee, gell? Ist uns auch scheißegal. Keine gehört. Da ist wieder irgendein Phallus in den Himmel geflogen. Das können war ja, wichtig für irgendwas. Können sie ja machen. Okay, gut. Dann kann ich dazu leider nicht viel sagen. Was ich aber auf jeden Fall mit vielen Worten betiteln kann, ist das Trump-Back. Er ist offiziell zurück. Er ist ja, das ist die Meldung der Woche, kann man sagen, oder? Es ist der virale Hitler. Ja. Trump ist der virale Hitler der Woche, denn er ist ganz offiziell zurück. Und pass auf, es gab die ein oder Trump andere. Ist blöd. Ja, Trump ist blöd, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich da... Ach so, Trump ist blöd, habe ich da stehen, weil jetzt natürlich ganz viele Leute plötzlich anfangen, ehemalige Supporter zu sagen, ja, der ist ja blöd. Ja. Ah. Das war so witzig zu beobachten diese Woche, wie also die Leute, die Trump empfohlen hat, die sind ja sehr schlecht abgeschnitten, so bei den Wahlen. Mhm. Und dann hieß es plötzlich hinterher, eine Candace Owens zum Beispiel hat gesagt, der war echt ein bisschen gemein zu mir. Ich kenne nur Kevin Ich glaube, Owens. Der Trump, der ist nur für sich selbst hier drin. Ich glaube, der macht das gar nicht für die Menschen. Ich glaube, der ist gar nicht so geil. Scheiße. Merkt sie auf einmal. Mhm. Oder Mike Pence, der beim 6. Januar gehängt werden sollte. Die haben ja einen Galgen mitgebracht und Hang Mike Pence gerufen, der Vizepräsident, der ehemalige. Mhm. Der hat jetzt gesagt, es fand er nicht so gut. Warum sollte jetzt hat er das gesagt. Warum sollte Mike Pence denn hängen? Naja, weil der, Trump hat ihn gebeten, die Wahl nicht anzuerkennen. Aber er hat es getan. Genau. Ja. Er hätte, als Verräter, verstehe. Okay. Also er hätte theoretisch die Macht vielleicht auch gar nicht gehabt. Das ist mehr so ein traditionelles Ding, dass Symbolisch er das halt irgendwie. Macht. Genau. Aber deswegen sollte er sterben. Mhm. Und jetzt fällt ihm auf, wo die quasi die Wahlergebnisse da sind, jetzt fällt ihm auf, ach, ist gar nicht so gut. Mhm. Ist gar nicht so gut gewesen. Der Trump hat mich und meine Familie in Gefahr gebracht damals. Wie Deutschland. Fällt ihm 2 Jahre später ein. Wie Deutschland 45 so. Ja. Hitler war gar nicht so gut irgendwie jetzt. So komisch, rückblicken, ne? Jetzt wo die Alliierten da sind. Nö, war blöd. Ja. Wollen doch Demokratie haben. Aber Trump hat trotzdem seine Rückkehr angekündigt, seinen Presidential Run für 2024. Das hat wieder dafür gesorgt, dass ein paar wieder zurückgeschiftet sind und gesagt haben, naja, müssen wir halt, Trump ist ja eigentlich gar nicht, doch nicht so schlecht und so. Mhm. Es ist so witzig zu beobachten. Aber diese Ankündigung ist es wieder in seiner Florida-Residenz passiert und die Rede war einfach eine Stunde lang. Ich habe das live angeguckt von nachts um 3 bis um 4. Mhm. Und es gab dann hinterher Videos, wie Leute zwischendrin rausgehen wollten, weil es halt so lange gedauert hat und langweilig war. Und dann haben die Securities die nicht rausgelassen. Die mussten da in dieser Halle stehen bleiben. Sehr demokratisch, sehr offen auf jeden Fall.
Ich habe nur gesehen, dass Ivanka oder Ivana? Ivanka, die tritt zurück quasi aus der Politik. Die sagt, das ist jetzt zu anstrengend. Ach, die will nicht mehr First Lady sein? Ivanka ist die Tochter. Ivana ist die Frau. Weiter, ja. Okay, wir sahen sehr glücklich aus miteinander. Ach Ivana so. Und Donald. Da war ich überrascht, weil ich dachte, es gab ja Gerüchte, dass sie sich scheiden lassen will. Ach, die, und sich trennt, aber ich glaube, doch zwischen nicht. Denen wird es nicht sowas wie Liebe geben. Nee, aber trotzdem will sie jetzt doch vielleicht einen anderen Mann haben. Ja, ich glaube, die profitiert da schon noch gut von. Ja, auf jeden Freut Fall gute Shitshow, aber dass der Kongress, der getrennt ist, im Senat, den die Demokraten behalten haben, und das House of Representatives, das ist jetzt offiziell in republikanischer Hand. Aber ganz knapp. Aber ne? ganz knapp, wirklich. Ja. Wenn einer von denen stirbt oder so, dann shiftet sie da zurück. Habt ihr gehört, Leute? Wenn einer stirbt, zwinker, zwinker. Ja, sollen sie das Haus haben. Ja, und ansonsten noch... Das ist unser Haus. Der letzte Aspekt aus Amerika, dann schatte ich meine Island. Schnauze, meine Island. Schatte ich mein Island. Die Nancy Pelosi, die den geplanten Attentatsversuch hatte, auf ihren Mann dann allerdings nur, die ist jetzt als Sprecherin oder als Minority Leaderin in dem Fall zurückgetreten. Das ist noch so ein großes Ding für Amerika gewesen, weil die ist auch ein Fossil, weißt du, es wurde einer gewählt, der ist 96. 96. Hat noch gute Jahre Senator. Hat noch gute Jahre vor sich. Und sie ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, 86 oder sowas, und die ist jetzt endlich mal zurückgetreten. Die ist trotzdem weiter noch im Kongress, aber die hat halt nicht mehr diese wichtige Funktion. Das ist so eine ganz wichtige Person gewesen, die aber auch ganz schön Insider-Trading immer gemacht hat und gesagt hat, oh ja, ich weiß, was in den nächsten 2 Monaten hier mit Covid auf uns zukommt. Schnell mal hier alles Mögliche, schnell mal Zoom-Aktien kaufen und so. Ah, das ist echt? Da alles passiert. Aber es ist trotzdem eine ganz wichtige, strahlende Figur gewesen. Und Wenn du das Wissen hast... So, okay. Ja, vielleicht wird es jetzt endlich mal verboten, wenn sie als Sprecherin zurücktritt. Egal, Amerika, over and out. Was geht bei dir noch? Du hast doch gerade schon wieder so eine AfD-Politikerin. Ja, da. Wie hat sich durch irgendwie vertan? Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Sie hat sich wohl gefreut für Republikaner, dass sie das gewonnen haben. Sie hat das Kind bei der falschen Mutti abgeliefert, ne? Irgendwie heißt so. Heißt sie nicht Beatrix von Klapperstorch? Genau, so heißt die. Die hat irgendwie was Dummes wieder gepostet, was gar nicht stimmt so. Und sag mal. Ich muss mir noch durchlesen, mache ich dann zu Hause. Okay, besser ist es. Ich habe es nix weiter. Aber was hältst du denn von hier? Nicht gut. Was hast du denn? Lebensmittelrückruf bei Aldi und Kaufland wegen Vergiftung. Oh, was für Schimmelpilzgift in Nüssen. Oh. Interessiert mich zum Glück nicht, aber jetzt habt ihr es von uns gehört. Also wenn ihr Nüsse gegessen habt, schnell wieder auskotzen. Ja. Dann mach mal nicht so schnell, Tino. Wir müssen hier schon noch ganz schnell zu... Scheiße, wie habe ich das genannt? Vergessene Worte. Stimmt, ja. Ganz kurz, Unken. Das gute Unken. Unken. Ja. Es ist, wenn man pessimistisch in die Zukunft schaut. Ich unke. Ich unke, dass Trump wieder Präsident wird. Ach so, ich befürchte quasi. Ich, so, ja. Ich habe da so ein, es unkt mir quasi. Ich glaube nicht. Also ich das denke, Gegenteil ist gut dünken wahrscheinlich. Ich gut dünke, dass er es nicht wird. Ich denke, er wird antreten, keine Frage. Ja, also ich will natürlich, dass er weiter im Rampenlicht bleibt und der Laschet wird. Ja, der US-Laschet. Na, die Frage ist aber ja auch, wie die Repis denken. Denken sie sich, nee, nicht noch mal 4 Jahre diesen Idioten so? Oder sie denken sich halt, aber er hat gute Chancen, er ist halt beliebt. Sind, ne? Die sind Fähnchen im Wind, der ist auch nicht mehr so beliebt. Das haben jetzt die Zwischenwahlen gezeigt. Aber ist egal, es sollte nur um das Wort Unken gehen. Das ist ein sehr schönes Wort. Und ich möchte noch fragen, Podcast auch. Was du von Jeremy Fragrance hältst. Kennst du den, diesen Ja, YouTuber? Aber ich weiß nicht, ich finde ihn etwas tryhardig, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich jetzt gerade vielen Leuten vor den Kopf stoße. Ja? Auch Kalle hat mir zum Beispiel mal vorgeschlagen, Jeremy Fragrance in Real Life zu machen. Aber da der halt schon so überzogen ne? Parodie ist, weiß ich gar nicht, ob das irgendeinen Mehrwert hat, wenn ich das mache. So, weißt du wie? Oh, ich würde es so gerne sehen, so einen weißen Anzug und so mit glatt rasiert und so. Ja. Würde ich voll gerne sehen. Mach das mal. Muss ich mir überlegen, aber ich glaube, vorher kommt Lanz und Brecht in Real Life noch. Weil irgendwie, muss ich sagen, finde ich ihn lustig. Also ich dachte beim ersten Mal gucken, so bei irgendeinem Interview, was für ein Arschloch. Aber jetzt kam wie hieß es denn? Fragenhagel oder so. Von 1 Live. Aha. Der ist so lustig auch teilweise. Und ja, er ist überzogen und irgendwie auch arrogant, aber irgendwie auf so eine lustige Weise. Auf so eine liebe Weise auch. Na gut.
Fand ich witzig. Vielleicht, also ich habe noch nicht so viel von ihm konsumiert, aber das, was ich gesehen habe, war alles so, okay, das ist halt alles so ein bisschen gewollt irgendwie, weißt du, was ich meine? Aber ich finde, er ist gerade so an der Grenze zu hier eben nicht. Er streift die Grenze zu, es ist mir zu viel. Er ist da eben gerade dran und er beschreitet die auch ein bisschen, aber du denkst so, es ist noch okay. Ich finde es noch, seine Bezeichnung noch irgendwie in Ordnung, seine Art. Aber er ist anstrengend manchmal, ja, das stimmt. Und wie kommst du jetzt auf den? War da irgendwas die Woche? Habe ich mir angeschaut vorhin so zu Hause, bevor ich heute Morgen los bin zum Arzt. Dachte ich, das wird lustig. Dann vielleicht das letzte Nachrichtending noch, was mir hier reingeflattert ist, war so ein virales Video diese Woche, dass ein Typ wollte eine, ja was eigentlich, Methadon-Klinik. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber da gehen wohl die Ärmsten der Armen hin, um irgendwie Support zu bekommen. Ist auch egal, halt irgendwie so ein apothekenähnliches Ding. Na, damit kompensierst du irgendeine Droge. Ich weiß gerade gar nicht, welche das ist. Ah, okay, das kann natürlich sein. Sehr gut. Und das wollte einer zusammenschießen, ja. Der ist da mit dem Maschinengewehr rein und das war in Buffalo. Und dann gibt es da einen strahlenden Helden, der die sämtliche Reflexe, die ein Mensch haben kann, geht ja im Schnelldurchlauf. Innerhalb von 5 Sekunden versucht er zu fliehen. Geht nicht, weil die Tür abgeschlossen ist in dieser Warte, in diesem Flur quasi, Vorraum. Dann versucht er sich zu verstecken, indem er da hinter so eine Büschung springen will, hinter so ein... ja, so ein Podest, die Theke, was weiß ich, wie das heißt, der Schalter halt. So, geht nicht, kommt da nicht drüber. Und dann geht er in den Angriff, weil er keine andere Option hat. Und das alles wirklich so in 3 Sekunden. Und dann überwältigt er den Typen auch noch und verhindert so dieses geplante Attentat. Schön. Krass. Ja. Kann man sehen als Video, ja? Kann man als Video sehen, ja. Kannst du mir das weiterleiten, würde ich mir voll gerne angucken. Kann ich machen, ja. Methadon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid, genau. Opioid. Das in der BRD im Rahmen der Substitution als Ersatzmittel für Heroin eingesetzt wird. Oh. Genau. Kann man aber auch für Krebs benutzen. Geil, jetzt will ich auch in so eine Klinik. Ich nehme auch kein Maschinengewehr mit. Schade. Gut, dann kopiere ich dir mal den Link. Ansonsten. Wie bewerten wir die Woche? Boah, nicht so viel, ne? Bei Trump ist jetzt auch die Luft raus. Na, oder? Aber Trump hat es angekündigt. Ja. Er hat es wahrgemacht. Das ist schon krass. Ja, aber der war auch so low energy, weißt du, der redet dann eine Stunde und ist aber auch eher so. Und dann war es ganz komisch, dass er dann so, bevor er offiziell sagt, ich trete an, hat er natürlich 20 Minuten vorher gelabert, wie toll er ist. Und dann kommt auf einmal so, are you ready? Ja, das war so richtig, da hast du dann richtig gemerkt, wie lame der davor war. Er wird ja auch älter, ne? Ja. Deswegen, warum tut der Mann sich das an? Ach, und das Bürgergeld wurde auch erstmal abgelehnt. Stimmt, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Da müssen wir jetzt hier richtig nochmal ein Fass aufmachen. Was ist das? Die CDU aus der Opposition im Bundesrat blockiert das, die Schweine. Nee. Ja. Und gab es auch einen Postillon-Artikel dazu, der wieder keine Parodie war, sondern einfach die Realität. Und zwar Mann, der gerade verhindert hat, dass die Ärmsten der Armen 50 Euro mehr kriegen, lässt sich, macht gerade eine PR-Tour in deutschen Tafeln. Ist auch echt so gewesen, genau. Ja, super geil. Gleichen Leute, die ja wie bei Tafeln mithelfen für Fotos, so haben das abgelehnt, das Bürgergeld. Ja. Dumm. Also richtiger Schmutz. Das ist, also unter CDU wird's erst recht kein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Von daher, liebe Leute, entweder geht bitte ganz viel wählen, sodass die junge Bevölkerung, witzig, das ist witzig aus Gründen, die ihr alle nicht versteht, die junge Bevölkerung, die alte Bevölkerung overwhelmt, oder aber bringt alle eure Großeltern um. Diese 2 Optionen haben wir. Ist beides okay. Ja? Ja. Gut. Geben wir eine 3, 4, würde ich schon sagen. Letzte Woche war 3, es war schon ein bisschen mehr, finde ich, weil auch dieses Twitter-Ding spitzt sich eher zu, statt abzuflachen. Deswegen würde ich schon auf eine 4, 4,5 können wir schon gehen. Ich meine, Istanbul, von mir aus können wir auch eine 5 geben, das ist halt komplett an mir vorbei. Ottfried Fischer, kleiner Finger. Der kleine Finger sind die 0,5. Komm, auf 5 gehen wir hoch. Okay, super, danke. Was auch noch wichtig ist, ich habe gestern nämlich ein neues Lied gemacht und das ist wirklich, ich habe das Instrumental gehört, dann bin ich einkaufen gegangen. Also ich habe es entdeckt quasi, habe es gehört, bin einkaufen gegangen, kam wieder, habe innerhalb von 2 Stunden Text geschrieben, aufgenommen, Lied fertig, übelst geil. Witzig. So. Und bin gespannt. Das, ja. Ich darf es vielleicht deswegen gleich hören. Deswegen gute Woche. Du darfst es wahrscheinlich gleich hören. Ich brauche noch für die Playlist Musik. Ich kann anfangen gerne
weil schon was weiß. Und zwar kennst du noch hier Mystic Knights. Oh ja, das Intro oder was? Das Intro ist zurück bei Spotify. Ja, es ist zurück. Es war mal verschwunden. Jetzt gibt es das wieder. Und echt, Mystic Knights, es ist so ein geiler Song. Kelly Family, die liefern da voll ab. Hm. Muss man schon so sagen. Wo ist es denn hier? Sevens Mystic Knights of Tyrannok. Mystic Knights, da come to save our lives. Ich kenne den Text halt nicht, aber als Kind auf jeden Fall gefeiert, ja. Richtig geil. Serie auch richtig geil gewesen als Kind. Heute, aus heutiger Sicht, echt furchtbare Animationen, aber geil. Hm. Gut, dann werde ich heute mal Electric Light Orchestra hier reinpflanzen, denn es ist wirklich allerhöchste Zeit. Albentechnisch tatsächlich meine allerliebste Band, weil die haben Alben, die perfekt sind, würde ich sagen. Da ist kein Lied dabei im Flow des Albums, wo ich sage, okay, das ist jetzt unter einer 8. Mhm. Ja? Und das macht sehr, sehr gute Alben aus. Ist trotzdem, würde ich nicht sagen, insgesamt meine Lieblingsband, aber ein Album von den Durchhörern. An die Onkels kommen die nicht ran, ne? An Onkels kommen die leider nicht ran, aber es gibt, glaube ich, für mich keine Band, die Alben hat, oder auch in so, also die, also es ist ja auch eher Jeff Lynne, also es ist eher nur der eine Typ, der dafür verantwortlich ist, aber egal. Trotzdem, die haben Beyblade als Titelbild. Ein Beyblade, du bist so dumm. Sieht's aus. Es gibt keine Band, die Alben hat, die ich so durchhören kann, ohne dass mich einfach kein Song stört, weißt du? Also es ist immer irgendwie, selbst wenn ich ein Ärztealbum höre, da kommt dann mein Freund Michael oder so und ich denke geil, so, geiler okay, Song. Das muss halt jetzt das 100. Mal nicht unbedingt sein. Und das ist einfach so geil. Und ich habe da so viele Lieder schon in meinen Skate-Videos auf Instagram verwendet, vorzugsweise aber eher 2021 war das. Und da möchte ich jetzt eins hier reinhauen, was ich noch nirgends verwendet habe, und das ist Dirty to the Bone. Das habe ich in einer Story gestern gehabt. Da geht es um eine Frau, die ist nämlich schmutzig bis auf der Knochen. Dirty to the Bone. Das ganze Album, Alter, das Album Zoom. Nee, warte mal, das habe ich jetzt verwechselt. Ich glaube, das ist auf Zoom. Ist es auf Zoom? Nee, es ist auch, nee. Genau, das meine ich. Es ist auf Alone in the Universe. Ja, genau. Und das ist, ich glaube, es ist ein bisschen unbekannteres Album. Das sind nicht die Lieder, die man jetzt aus irgendwie Guardians of the Galaxy kennt. Aber dieses Album, das ist einfach nur eine weiche Decke an Akustik, die sich um deinen Körper legt. Und es ist einfach, alles float da so geil. Das ist. Kannst du ein Album für mich empfehlen, was ich mir anhören werde, nachher auf dem Weg zu meinem Vater? Was man hört. Ja, dann hör dir das halt an. Aber das ist ein bisschen ruhiger. Wenn du heute eh ein bisschen schlecht geschlafen hast, dann hör dir Alone in the Universe an. Okay, mache ich. So. Aber ansonsten, es gibt natürlich diese peppigeren Songs, die sind da eher weniger drauf, aber, ne, also hier Mr. Peppig. Blue Sky und so kennst du ja. Das kennt man, ja. So, das ist auf einem anderen Album. Ah ja, hör mal rein. Hör mal Alone in the Universe. Wie es einfach. Wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt, warte mal, Dirty to the Bone, ist das eigentlich richtig, was ich gerade gemacht habe? Hast du gerade, okay, nee, weil hier stand gerade 45 Sekunden unten in der Ecke und da dachte ich, hey, das kann ja nicht der Song sein. Aber hier, 3 Minuten, alles gut. Du hast jetzt nicht hier 5... Ja, alles klar. Mach aus, Copyright. Wir haben unsere eigene Musik hier. Hören wir so die eigentlich schon? Ist schon ziemlich laut, okay. Ja. Zum Glück. Endlich vorbei. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sehen uns mich auch, nächste übrigens. Woche. Jetzt erstmal quasi 8 Tage keinen Podcast aufnehmen. Extra lange Wartezeit für leid. Uns. Echt 8 Tage? Nee. Naja, quasi, oder? Nee, 7. Nee, es sind schon 8. Heute ist ja Freitag und wir nehmen Samstag auf. Wahrscheinlich, wenn wir nicht wieder was dazwischen kommt. Achso, es hört eh gerade keiner mehr, weil die Musik ist so laut. Tschüss! Du hast das schon angekündigt.